Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, los geht's, Freunde, los geht's mit dem Floß, bevor mir noch irgendwas anderes einfällt, was ich noch machen müsste oder was ich noch bauen will oder sowas. Oder gucken will, düsen wir jetzt direkt los und besorgen uns unsere Matrosen. So, ich muss jetzt eben nur mal ganz kurz, Moment, ich muss anders steuern. Ich muss eben noch mal ganz kurz gucken, in welche Richtung wir überhaupt fahren müssen. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Wo sind wir denn diese Hauptinseln? Ich glaube auf K, ne? Ah, da unten. Da unten war die Hauptinsel, ne? Einmal auf die andere Seite fahren. Ihr wisst doch, ich habe eine Orientierung wie eine Bockwurst. Wie ein Duftbäumchen. Was Duftbäumchen. Tiere wie Duftbäumchen. Ich weiß nicht mehr wohin. Verdammt. Ich glaube, es war unten nach L. Da runter zu L. L8. Dann fahren wir eigentlich schon richtig. Warum sieht unser Fluss so komisch aus? Warum hat das so ein komisches Zeichen auf der Karte? WTF? Welche sind der Geisterschiffe? Hoff mal, dass es nicht gleich irgendwie ein Sturm losgeht. Bei den Wellen gerade ist das schon heftig. Aber wir haben guten Wind. Das ist super. Also nicht, dass mich das jetzt stören würde, ne? Man sieht das Floß viel besser, aber... Trotzdem. Kosmisch, kosmisch. Boah, ich bin schon so nervös. Ich freue mich schon mega, wenn wir unser Schiff vom Stapel wieder lassen. Das zweite Schiff dann. Ich bin echt gespannt, wie das schwimmt und wie es aussieht, weil wir ja von den Segeln her auch ein bisschen anders da gebaut haben. Wir haben jetzt ja 3 Speed-Segel, 2 große und ein kleines. Und das sollte ja reichen. Und es sieht halt schon mega krass aus. Und da bin ich gespannt. Da hinten ist eine Kiste, aber die ist mir zu weit weg. Die ist in der Nähe. Da vorne ist wieder eine. Werden wir uns einsacken. Schön die Kisten, die so in der Nähe rumschwimmen, weil wir einsacken, dass wir jetzt keine große Rundfahrt machen. Man weiß ja nie, was so passiert, ne? Und ihr wisst, ich und hohe See ist immer so eine Sache. Anhalten. Mal dahin. Packen unseren Wurfhaken aus. Und hopp. Und ranholen. Ups. 3 Goldmünzen. Na, immerhin. 2 sind besser wie keine, ne? Oder wie eine. Nochmal auf die Karte gucken. Segeln wir noch richtig? Ja. Pack den Haken lieber weg. Nicht, dass ich mich irgendwo ranziehe wieder und dann wieder vom Flößchen falle. Wäre jetzt nicht super. Das ist so ein komischer fahrender Händler oder böse Schiffe. Ich weiß nicht, ob die böse sind. Ich weiß es nicht. Ich habe echt so Respekt vor denen, ne? Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob einer von euch in die Kommentare was geschrieben hatte da dazu, als ich das letzte Mal gefragt habe. Wenn nicht, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Was sind das für Schiffe und sind diese Schiffe gefährlich, so wie die Geisterschiffe, oder
sind die ungefährlich und die greifen dich nicht an? Schreibt es einfach mal rein, würde mich interessieren. Auf jeden Fall sehen die sehr modern aus. Sie nämlich mit so, haben so Schaufelräder an der Seite, ne? Die segeln nicht mit Wind, so wie wir. Auch eine Kiste auf der Seite, aber jetzt hier bei uns in der Nähe ist wieder keine, ne? Doch, da. Ne, das war ein Dreck auf meinem Bildschirm. Okay, hab nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Dass da was war, da war nämlich nichts. Eigentlich gleich die Grenze passieren, ne? Eigentlich gleich sehen die Grenze und dann müssten wir eigentlich direkt rüberfahren und dann holen wir uns unsere vier Matrosen und dann wieder zurück. Ne? Bin so nervös, ich bin immer nervös. Irgendwie bin ich immer nervös, wenn ich auf hoher See bin. Ich weiß auch nicht warum. Man kann halt nie voraussagen, was passiert wahrscheinlich so. Das ist so immer so, da ist immer so eine Spannung dabei mit. Immer gleich so spannend. So, und drüber geht's nach L8 auf die Hauptinsel rüber. Ich hoffe mal, ich fahre da überhaupt richtig und fahre jetzt nicht irgendwie wieder woanders dahin, wo falsch ist hin. Das war gar keine Hauptinsel, wo wir Matrosen herbekommen. Das wäre natürlich sehr scheiße. Ja. Aber ich glaube schon, ich hoffe es mal wirklich, Leute, weil dann wäre ich jetzt ja umsonst hier lang gefahren. Das wäre mir dann sehr peinlich. Du hättest einfach nur woanders darüber fahren müssen nach allem. Ja, das können wir immer noch machen, aber es ist trotzdem peinlich, wenn ich das erste Mal schon wieder falsch fahre. Aber so lange nicht mehr auf hoher See, ja, haben viel gebaut, haben viel gemacht an unserem Schiffchen, sind einfach nur von unserer Insel auf unsere Farminsel gefahren. Gott sei Dank haben wir die noch gefunden. Und jetzt will ich hier einmal wieder ein bisschen losfahren, um unsere Matrosen zu holen, ja, und ein bisschen Sea-Action hier zu bekommen, ja, und fahre gleich komplett falsch. Oh, die Wellen sind richtig krass und es sind die Woll. Oh, die Wolken gefallen mir nicht. Mal, dass wir bis dahin auf der Insel sind. Ja, da könnte gleich was runterkommen. Da könnte gleich ein Stürmlein kommen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der Wind ist zwar gerade richtig super für uns, das ist perfekt, mega. Da sollten wir da auch relativ schnell ankommen, hoffe ich. Ich muss unbedingt mein Bildschirm putzen. Diese Dreck. Ich habe da so, hab das so drei so Dreckpunkte drauf. Ne? Wenn ich dann so jetzt zum Beispiel so hebe, so schaue, so ins Wasser, dann denke ich jedes Mal, da ist irgendwo eine Kiste, weil die genau dann, ja, in den Wellen und so. Ja. Man sollte das öfters tun, sein Bildschirm putzen. Jetzt hoffe ich mal, dass da eine kleine Stadt drauf ist. Wenn nicht. Ja, das ist wirklich peinlich. Bäume laden sich schon mal. Das sehe ich. Sehr schön.
Sehr schön. Unser Floß müsste auch gleich wieder Level up machen. Dann können wir da leveln. Mal rüber. So ein bisschen mit dem Wind segeln, dass ich da nicht wieder gegen den Wind jetzt segeln muss. Gucken wir mal hier. Ob ich hoffentlich mit meiner Vermutung recht lag, dass es hier eine Stadt gab, wo wir uns Matrosen besorgen können. Vorne, da vorne sieht es so aus. Wären da Häuser. Ja, da vorne stehen Häuser. Und ich weiß, es ist keine kaputte Stadt, weil es gibt ja auch welche, die kaputt sind, ne? Oh Gott. Ich glaube nämlich nicht, dass das die war, wo wir das letzte Mal geholt haben. Fahre ich jedes Mal woanders hin, ne? Na, ich hoffe ja mal, dass wir jetzt wieder nicht so oft fahren müssen, ne? Sondern dass wir jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe haben und unser Schiff einfach länger durchhält. Aber ich denke mal schon. So, da ist auf jeden Fall ein Turm. Da könnte eine Stadt sein. Ja, da ist eine Stadt. Oh, hoffentlich kann ich da was holen. Hoffentlich können wir uns da eine Crew besorgen. Es sieht danach aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann ist es doch nicht so peinlich, dass ich jetzt anders da gefahren bin. Komm noch ein bisschen nach vorne. So. Halten wir an. Klären wir mal noch kurz unser Floß hier. Extra Crew hier. Hi, na, grüß dich. Guten Tag. Oh. Guten Tag. Schiff brauche ich nicht. Ich brauche nur eine Crew. Ich brauche eine Crew. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte gerne... Eins, zwei, drei, vier. Oh, haben wir Zwergwuchs hier, oder was? Ja, voll den Zwergwuchs. Also nicht das, was ich gegen Zwerge habe, aber... Das ist schon krass. Oh, beide klein hier. Voll die kleinen Vögel. Wie süß. Da werden wir die Butterinstinkte wach. Ja, kommt mal mit, Jungs, Mädels. Fall bitte dich ins Wasser, ja? Sollte dich ins Wasser fallen, habe ich gesagt. Ehrlich? Komm. Das sind aber auch Vögel, ne?
Fake Hans Ottos. Möchte nicht irgendwie. Das sind solche Ottos, ne? Mache mich gerade ein bisschen. Mache mich gerade ein bisschen fertig. Springt doch einfach da hoch, Jungs. Ganz ehrlich. Was ist denn bei euch falsch? Das sind ja zwei Frauen, eine große. Ja. Ist er ertrunken, wa? Post, ey. Nochmal einen neuen kaufen. Hey, ich glaub's ja nicht. So ein Vollidiot, ey. Junge. Er ist wirklich gestorben, ne? Er ist gerade ersoffen wahrscheinlich. Kommt ihr zwei. Wenigstens ihr zwei hier. War so ein Bär von einem Mann und er trinkt, ey. Was für ein Vogel. Es ist unglaublich, ne? Ah, Buddy hier, so, hier, kommt. Kommt, schön hier runter. Nicht ins Wasser fallen, bitte. Nicht ins Wasser fallen, bitte. Ah, kommt noch ein Stück ran. Noch ein Stück. Sehr gut. So. Die drei stehen, jetzt brauchen wir noch einen. Ich wollte auch einfach nicht unser Crewmitglied sein, hat sich einfach das Leben genommen. Ah, gut. Du passt ein bisschen besser zu unserer Crew. Wie so ein Bär von Mann. Komm mit. Komm. Also dürr, ne? Hab ich nichts zu essen gekriegt bei euch, oder was? Erstmal wieder aufpäppeln, die Jungs und Mädels. Vorne. Hier drauf, komm, komm. So. Perfekt. Müsste eigentlich reichen, ne? An, wie dünn die sind und vor allem wie klein die sind. Voll süß. Ich bin voll süß. Voll süß. Ja, dann düsen wir jetzt wieder zurück. Ne? Und wie es weitergeht und was uns auf unserer Rückreise so erwarten wird und ob wir unsere Crew hier sicher nach Hause bringen, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Und Tschüsschen!